Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine nukleare Unterwasserdrohne getestet. Die neue Waffe könne einen, Zitat, radioaktiven Tsunami auslösen und Schiffe und Häfen zerstören, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Der staatliche Rundfunk veröffentlichte Bilder, die den Test zeigen sollen. Die Drohne kann demnach an jeder Küste und jedem Hafen eingesetzt werden. Die Armee habe das Waffensystem während eines Manövers getestet, heißt es. Laut KCNA ordnete die Zentrale Militärkommission das Manöver an, um, Zitat, den Feind vor einer tatsächlichen nuklearen Krise zu warnen und die Zuverlässigkeit der Atomstreitmacht für die Selbstverteidigung zu überprüfen. Die militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich zuletzt drastisch verschärft. Die kommunistische Führung in Pjöngjang droht immer wieder mit einer militärischen Eskalation in der Region.